Hier haben wir Licht. Überall stehen hier die fetten Strahler, die für ordentlich Licht auf unserem Hof sorgen, weil sonst wäre es hier stockefinster. Hier ist leider ein bisschen dunkel, aber andererseits, wenn man hier unterwegs ist, hat man auch so einen Traktor dabei, der hat Licht. Traktor wieder in die Halle stellen zum Schlafen gehen oder kann ich den noch draußen lassen? Kannst du auch draußen lassen. Meiner steht auch draußen am Feld. Okay. So, den Flüssigdünger, wie hole ich denn den? Am besten mit einer LKW, oder? Würde ich machen. Dann lasse ich So, ihn ich glaube, hier geschmiert hier draußen haben rein. wir auch genug Licht. 51 habe ich jetzt. Kreuzung ist auf jeden Fall gut ausgeleuchtet hier. Ich glaube, was ziemlich. Was? Hallo? Was wollt ihr? Seine Verbindung weg jetzt, ne? Ich bin noch da. Ja, ich höre ihn noch. Aber ihm hören wir nicht mehr. Ist er noch da? Ich Wieder? bin gerade an den Hebel gekommen von an den Schalter von meinem Mikrofon. Das Deswegen, kenne ich auch mehr. ja. Muss man, im Häuschen muss man nur drin bleiben, schlafen. Ja, da musst du dich schlafen legen im Häuschen. Hüpfe ich da auch mal rein. So, genug draußen geguckt. Und zwar irgendwo, ich frage mich jetzt mal. Ich glaube, Ach, hier an der ganz Bank oben. kann man schlafen. Ja. Müssen dazu alle schlafen? Ja. Okay, wie spät haben wir es? 9 Uhr Ja, ich bis drücke jetzt eher. 6. Du musst die Stunden einstellen, ne? Ja, 6. Schlafen. Ja, aber dann ist es nicht 6 Uhr. Schlaf da 6 Stunden, ne? Ja. Nee, mehr. Spielen haben wir es. 9 Jetzt müssen ist wir. jetzt 9, da sind es 10, 11. Kann mich nicht mehr hinlegen. 9 Stunden, dann sind wir bei 6 Uhr. Was ist denn jetzt hier verdammt nochmal los? Oder? 9 Stunden, das sind wir bei 6 Uhr. Ja, Da sollte muss so man sein. rausgehen und wieder reingehen. Spielerpaare, das möchte schlafen, akzeptieren, ja. Ach, das heißt, reicht, wenn einer das einstellt. Ja. Gut zu wissen. Ah, so. Guten Morgen! Und jetzt ein Spiegelei, ein Kaffee Ja, und los geht's. machst du klar oder was? Ich guck noch ein bisschen im Giants Editor rum hier. E-Mails checken. Genau. Noch habe ich sie, bevor sie gelöscht wird. Da, so. Blitz, Blitz. Irgendwelche Lampen leuchten da durch. So, dann haben wir hier unseren. Moment, wir gucken mal eben, was der Helfer gemacht hat in der Zeit. Das ist eine Der gute ist voll. Ding. Gott. Ist der das jetzt wirklich alles gefahren in der Zeit? Keine Ich Ahnung. hoffe doch. Also er ist auf jeden Fall voll. Ach, du sitzt schon drin. Okay. Aber er fährt nicht los. Handbremse. Nein. So, ich gehe mal raus. Fahr mal los. Koppel mal ab und wieder an. Nee, der fährt nicht mehr. Ja, okay, aber ich habe keine, nichts kaputt gemacht bei mir. Ich bin nur rein und wollte losfahren. Anton, geht dein Fahrzeug noch? Geht der Was Fendt noch, der am Feld steht? ab? Nee, geht auch nicht mehr. Meiner geht. Weil ihr Motor alles ausmachen müsst. Mein Fendt-Motor war aus und er fährt trotzdem nicht. Der Meiner Stapler schon. fährt auch nicht. Ist das Buggy also? Schlafen gehen im Multiplayer? Bestimmt.
Ja, das ist richtig uncool. Frontlader. Bei mir funktioniert alles. Verstehe ich jetzt absolut gar nicht irgendwie. Geht auch nicht. Alter, hier fliegt's ja derbe alles. Boah, hier muss ich aber ordentlich angleichen. Ja, ich mach das mal eben. Wenn ich eh gerade nicht fahren kann und so, dann Was machst du? mache ich ein bisschen Landschaftsbau. So hoch. Wann Ich kommen denn die fragte. nächsten, kommen die nächsten Updates raus für LS? Und ich trage dann den Flüssigdünger mit der Hand auf den Hof. Weiß das von euch jemand? Nein, keine Nein, Ahnung. leider nicht. Kann ich dir leider nicht sagen. Oh. Verstehe aber auch nicht, warum er das nicht von Anfang an hier einfach angenommen hat. Die Höhe nehme ich jetzt hier an. Der will nicht fahren. Egal wer. Egal welcher. Irgendwie ein Ding, ne? Ist voll uncool. Ob's was bringt, wenn ich das. Ihr habt recht, das stimmt. Fährt nichts mehr, ne? Nee. Ob Wenn das ich was das. bringt, das Spiel jetzt abbreche und noch mal reinkomme? Das werden wir wohl Glaube ich. müssen, wenn wir weiterspielen wollen. Ja, wartet mal, dann probiere ich das mal. Vielleicht bringt es dann bei mir was. Ich verstehe gerade nicht, was mit dieser Hütte hier los ist. Bitte? Auf der einen Seite passt es, auf der anderen Seite nicht. Die ist doch nicht krumm, die Hütte. Vielleicht aber der Untergrund. Hier ist es zu hoch. Und nämlich die Höhe fliegt wieder alles. Ich gehe mal alle mal raus. Oder so. Aber ohne Speichern. Nee, mit. Nee, dann speichert's vielleicht das Schlechte. Ja, das kann nur irgendein, das wird da nicht mit abspeichern. So ein Fehler. Wie tut denn der Autosaven alle 15 Minuten, oder? Das weiß ich gerade gar nicht aus dem Kopf. Nicht, dass alles dann verloren ist. Genau, das ist nämlich meine Befürchtung. Wenn wir jetzt nicht speichern. Weil ein Autosave gibt es ja, also Die so. Hauptfrage braucht viel Performance. 8 GB Arbeitsspeicher. Das ist Kacke. Ich war noch gar nicht draußen. Ist egal.
Ich habe nämlich Okay, gerade die richtige Höhe gefunden, deswegen war ich noch nicht ich hab einen draußen. Plan B. Ja, da wäre. Anstatt schlafen kann man ja in der Nacht die Zeit vorspulen. Ja, das wird wahrscheinlich die Alternative sein, die wir nehmen müssen. Warte, ich gehe jetzt raus auch. Ich starte mal das ganze Spiel neu. Ist ja nicht so, dass es bei mir jetzt lang dauert. Also, ich werde hier gleich fuchsig. Was? Wie kann denn das hier zwei verschiedene Höhen haben? Aber ich lasse das jetzt so, man sieht jetzt nur die Trigger da hinten nicht mehr. Dafür passt es auf der Seite. Ja, du kannst ja nachträglich das Gefälle vom Land ändern. Du kannst es ja senken oder heben.